Abend in der Oper, 1905 in Linz. Auf einem Stehplatz ein 16-jähriger Junge. Er hört Rienzi, Richard Wagners heroische Oper über einen römischen Staatsmann. In jener Stunde begann es, soll Hitler später darüber gesagt haben. Es war einerseits natürlich die Musik, die ihn beeindruckt hat. Hitler hat aber auch sehr stark visuelle Reize aufgenommen. Und hätte er als Künstler eine Karriere eingeschlagen, dann wäre er wahrscheinlich in Richtung Bühnenbild und Bühnenbildner gegangen. Mehrmals in der Woche geht er in die Oper, analysiert, wie sie funktioniert, diese Überwältigung, Handlung, Musik, Bühne, Wirkung. Bis zur Machtergreifung 1933 schaut er sich die Meistersinger von Nürnberg über 100 Mal an. Mit dieser deutschesten aller Opern wird er die Reichsparteitage eröffnen lassen, Jahr für Jahr. Diese aber teilweise schon an Fanatismus grenzende Begeisterung für die Oper und der Wille, also die Wirkungen, die Oper erzeugen kann, auch politisch umzusetzen, das war bei Hitler sicherlich singulär. Er baut sich seine Bühne, das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, sein Ort der Verkündung. Propaganda durch Spektakel, unter akribischer Regie. Hitler hat Schauspielunterricht genommen und viel gelernt, auch in der Oper. Vor allem vom Wagnerschen Gesamtkunstwerk. Aktion, Raum, Ton, Licht. Nach einem Besuch des Parsival in Bayreuth machte sich Notizen. Es gibt eine ganz entscheidende Passage in Mein Kampf, in der er beschreibt, was die idealen Wirkungsbedingungen für eine politische Rede seien. Und er sagt zum Beispiel, dass eine Rede wirkungsvoller ist, wenn sie in den Abendstunden stattfindet, weil die Leute dann nicht mehr so wach seien und dann sozusagen ihr Wille leichter gebrochen werden könnte. Und er sagt auch, dass eine besondere Stimmung im Raum wichtig ist für eine ideale Wirkung. Also auch, dass der Raum nicht komplett ausgeleuchtet ist, sondern dass er in einem geheimnisvollen Dämmerschein, wie er das schreibt, sich befindet und das sozusagen auch auf die Anwesenden wirkt. Festspiele in Bayreuth, 1934. Hitler hat den Wagners 10.000 Karten abgekauft und nur so die Durchführung ermöglicht. Jedes Jahr soll das deutsche Volk hier zusammenkommen, um die Größe der deutschen Kunst zu erleben. Richard Wagner ist laut Hitler die größte Prophetengestalt, die das deutsche Volk besessen habe. Gleichzeitig sind es aber natürlich auch die Stoffe, also ein Stoff wie Meistersinger von Nürnberg mit der Botschaft, ehrt eure deutschen Meister und es lebe Deutschland. Das war natürlich enorm anschlussfähig. Also es hat sozusagen gereicht, wenn man einzelne Versatzstücke aus dieser Oper herausnimmt, die auch aus dem Kontext nimmt. Ehrt eure deutschen Meister. Die berühmte Ansprache des Meistersingers Hans Sachs als Appell ans Volk. Ehrt nur die deutsche Kunst und natürlich euren deutschen Meister, den Führer. Fanget an. 1938 wird in Nürnberg mit einem Zitat aus den Meistersingern zur Gewalt aufgerufen. Gauleiter Julius Streicher ruft vor der Nürnberger Hauptsynagoge zu deren Abriss auf. Fanget an. Hitler lässt eilig die Nürnberger Oper umbauen. Sie ist erst 30 Jahre alt, aber der prachtvolle Jugendstil innen muss, Zitat, entschandelt werden. Klare Linien und der Einbau einer Führerloge, inklusive Wasch- und Schlafgelegenheit. Hitler wählt selbst die Tapete aus. Der Führer überlässt nichts dem Zufall. Hitler macht Oper. Alles, was man sehen konnte, und das geht los beim Bühnenbild, das geht weiter über die Kostüme und das geht hin bis zu dem Raum, in dem es stattfindet, also dem Zuschauerraum des Opernhauses. Da hat er mitunter massiv eingegriffen. Also für diese Meistersinger-Inszenierung, die 1935 für die Reichsparteitage in Nürnberg
inszeniert werden sollte. Da hat er sich von dem Bühnenbildner Benno von Arendt sowohl die Kostüme als auch die Entwürfe für die einzelnen Bühnenbilder vorlegen lassen. August 1944, Götterdämmerung. Einer der letzten Opernaufführungen im Nationalsozialismus, die letzte in Nürnberg. Regie führt der Enkel von Richard Wagner, Wieland. Drinnen brennt Walhall, draußen Nürnberg. Wenige Monate später zieht Hitler in den Führerbunker. Mit dabei die handgeschriebene Partitur von Rienzi, seiner Lieblingsoper von Wagner. Wagner hört er allerdings zu dieser Zeit nicht mehr. Zu schwer, lieber Operette.